doch die weiße Box gucke. Jetzt fragt ihr schon, was in ist. Das weiß ich auch nicht. Also heute wollen wir gucken, was in der weißen Box drin ist. Hallo Weihnachtsmann. Es war Wow, das war so toll. Das in der weißen Box drin ist. Wow! Blau Konfetti. Pinsel-Konfetti. Nein, das ist nicht. Nein. Wisst ihr, was das ist? Nein. Das sind Gipsfiguren, die ihr anmalen sollt. Wow! Gipsfiguren. Und was soll und wer am besten malt, bekommt einen Preis. Und nächste meine Frage. Ja? Muss man das schnell malen oder nicht schnell? Nicht schnell. Genügend Zeit und wir müssen sehen. Ja. 3, 2, 1. Ja, das habt ihr schon das auch schon mal gemacht? So Gipsfiguren anzumalen? Es weiß niemand. Nein, sonst weiß ich es schon, wie es aussieht. Und ich will jetzt aber mal. Ja. Schöner und sieht es vielleicht auch wieder nicht schön aus. Und will es ja perfekt machen. Aber Norin, kannst du bitte Wasser hinstellen? Nö. Nein, das geht doch nicht. Sieht hier. Na, versuch mal. Ich hier, kann ja okay. Jetzt auch nicht immer ab und zu mal helfen, ne? 3, 2, 1. So, hier muss man ordentlich machen, nicht so kritzelkratz. Oh, ich hab ein bisschen an meiner Hand zittert. Die Zuschauer, nicht du. Das hier zeigt es jetzt euch so. Hoffentlich könnt ihr jetzt das auch wenigstens auch sehen. Auto, hau doch das ab. Das will ich nicht fahren. Ja, leer. Ja, die Farbe. Wieso klebt sie denn rum? Hast du das gehört? Nö, ist nicht. Ja, aber wie soll ich das wissen? Genau. Okay, jetzt mal es mit Blau. Mal einfach alle auf. Grün, bleibt zu, müsste ich sagen. Auch die Gelbplastik. Also da Karelle wo das beste Trick. Aber bei Altlast auch der Glas oder Kritik. Also weil ich fasziniert das auch früher. Die Auto zieht fest. Doch.
waren es. Mein Auto jetzt, aber es muss doch mit hier diese Farbe noch anmalen. Ich glaube, diese Autobahn ist viel grüner. Oder? Gelb, ja, gelb, die besser. Schon aussieht. Also bei dem Boot, meine ich. Nochmal, das ist doch nicht so getrocknet zum Glück.